So, darf ich langsam um Ruhe bitten? Ich darf Sie alle sehr herzlich zur Jubiläumsveranstaltung der Ringvorlesung Umwelt begrüßen. Mein Name ist Johannes Röder. Zusammen mit Johann Hoeneß habe ich seit diesem Semester das Amt des Umweltreferenten der Allgemeinen Studentischen Vertretung übernommen. Ich möchte ganz kurz den Ablauf des Abends erläutern. Zu Beginn freuen wir, dass als Vertretung der Hochschulleitung Professor Müller eine kurze Ansprache halten wird. Im Anschluss folgt ein kurzes Resümee über die Ringvorlesung Umwelt von Johann. Und dann als Hauptteil des Abends wird Professor Trischler vom Deutschen Museum einen Vortrag über das Anthropozän halten. Und dann im Anschluss bitte noch nicht nach Hause gehen. Wir haben in der Immatrikulationshalle einen Stehempfang vorbereitet mit Bier und Häppchen, zu denen Sie alle sehr herzlich eingeladen sind. Dann darf ich doch direkt an den Herrn Professor Müller übergeben. So. Ja, lieber Herr Hoeneß, lieber Herr Röder, herzlichen Dank für die Ankündigung, für die Einleitung. Lieber Herr Kollege Trischler, schön, dass Sie da sind, dass wir heute uns austauschen können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Alumni, liebe Studierende, liebe Gäste, schön, dass Sie da sind zu diesem Jubiläumstag hier für dieses Format, welches wir nun seit 30 Jahren hier an der TU München genießen dürfen, dank einer wunderbaren studentischen Initiative, die seit 30 Jahren diese Aufgabe sich angenommen hat, regelmäßig so alle 14 Tage hier während des Semesters interessante Persönlichkeiten einzuladen und uns in diesem großen Feld Umwelt hier Anregungen zu geben. Herr Röder, Herr Hoeneß sind, wie Sie unschwer gesehen haben, sicher nicht diejenigen, die das zur ersten Stunde angelegt haben, sondern, und es ist eine riesige Leistung, jetzt dazu beitragen, dass dieses Format nachhaltig hier seit 30 Jahren stattfindet, zu einer Zeit, wo wir noch keinen Studiengang Umweltingenieurwesen hatten hier in der TU München, wo dieses Thema Sichtbarkeit, Relevanz, Diskussion erzeugte und die Studierenden dann sich dazu entschieden haben, sowas aufzulegen, sowas anzufangen und hier dann viel Zeit zu investieren. Sie haben in dieser Zeit Leittexte formuliert, Sie haben immer wieder neue Themen sich überlegt, Sie haben ein bestimmtes Motto immer wieder vorgegeben für diese Veranstaltungen und haben diese Veranstaltungen dann so attraktiv gemacht, dass wir diesen inzwischen schön renovierten großen Hörsaal regelmäßig hier füllen. Dazu kommt die Leistung, dass man ein gutes Marketing macht, dass man auch die Referentinnen und Referenten so pflegt, die Kontakte aufrechterhält, dass auch immer wieder ähnliche Felder angesprochen werden können, dass man auch dann die Begeisterung dort findet, dass man wiederkommt, dass man die Dinge diskutiert und dass man dann auch verfolgen kann, wie sich das Thema insgesamt weiterentwickelt. Also großes überobligatorisches Engagement unserer Studierendenschaft, das sie in vielen Formaten zum Ausdruck bringt. Das möchte ich an der Stelle auch sagen. Wir sind sehr stolz auf das Engagement unserer Studierenden. Wir haben hier Initiativen wie die TUM Junge Akademie, TUM Fast, TUM Film, TUM Speaker Series, die ICOM, wo sich Studierende völlig eigenständig ein System überlegen, dieses System dann pflegen, weiterentwickeln und dann auch so weit treiben, dass man dann auch das anfassen kann, dass ein Ergebnis rauskommt. Die Leistung, die da dabei hintersteckt, ist durchaus, dass man fakultätsübergreifend den Dialog sucht, dass man sich fakultätsübergreifend auch abstimmt, dass man dabei aber auch dann einübt, mit anderen Disziplinen auf Augenhöhe, mit Respekt, mit wechselseitiger Wertschätzung umzugehen. Und das ist auch etwas, was wir dann später bei den Leistungsträgerinnen und Leistungsträgern unserer Gesellschaft
brauchen. Und da, glaube ich, sind Sie besonders gut aufgestellt, wenn Sie sowas gemacht haben und mit Ihren Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fakultäten sich dann austauschen. Wir haben uns gerade unterhalten, Herr Kollege Trischler und ich, über das Thema Schnittstellen unserer Studierenden auch zur Gesellschaft, und Sie hatten berichtet über den Masterstudiengang Environment and Society, wo unterschiedlichste Disziplinen bei Ihnen an der LMU zusammenkommen, um gemeinsam Themen zu behandeln, die für gesellschaftlich relevant sind und wo man eben die gescheitesten Köpfe braucht, um auch dort voranzukommen. Wir an der TU, wir sind dabei, uns auch Strukturen zu überlegen, um unseren Nachwuchs so aufzustellen, dass die Transformationsprozesse, die aus Technologien kommen, die ja bei uns dann auch angelegt und gestaltet werden, dass man die auch ordentlich in die Gesellschaft kommuniziert, dann auch die Prozesse moderiert, dass man auch die normativen Elemente in der Gesellschaft anlegt. Da sind wir, glaube ich, ganz gut dabei, und Herr Kollege Trischler ist auch einer derjenigen, die bei der Genese unseres Munich Centers for Technology and Society zu erster Stunde Ideen platziert hat und damit etwas angelegt hat, wo wir meinen, dass wir an der TU einfach diejenigen, die dann bei uns die TU verlassen und in der Gesellschaft dann die Dinge gestalten, einfach gut vorbereitet werden. Wir sind auch stolz, dass wir die Aktivitäten mit der Hochschule für Politik, Sie haben vielleicht in der Zeitung davon gelesen, auch hier an der TU jetzt bündeln dürfen, und hier sind wir gerade dabei, die Professuren zu besetzen, haben einen sehr interessanten Zuspruch von der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft in diesem Bereich, und ich denke, dass wir auch davon profitieren werden, um unsere Prozesse dann in der Gesellschaft, die ja dann letztendlich von Ihnen, liebe Studierende, in ein paar Jahren dann einfach gestaltet werden und moderiert werden, dass das dann auch gut gelingt. Ja, Sie haben auch dieses Jahr wieder in Ihrem Team ein super Programm zusammengestellt. Das Seminarleitthema in diesem Wintersemester ist Grenzen der Technik. Es war vor kurzem auch Konsum im Wandel, Müll, Störfaktor oder Wertstoff. Also sind immer gute Leitthemen, an denen sich dann die Vorträge orientieren und ranken. In Ihrem Themenspektrum haben Sie jetzt einen großen Blumenstrauß aufgemacht, vom Klimawandel über das Freihandelsabkommen, ist ja auch in aller Munde, zur Digitalisierung. Auch da spannende Prozesse. Wir sind gerade dabei, Studiengänge auch in dem Bereich ganz gezielt anzulegen. Auch an der LMU entstehen gerade Studiengänge in diesem Bereich. Spannendes Thema, wie wir uns da aufstellen. Ja, 30 Jahre sind 450 solche Formate, die jetzt da stattgefunden haben. Also insofern ist auch klar, dass das nicht alles Sie in Person jetzt so organisiert haben, sondern eben viele Teams, die wie so eine Perlenkette hintereinander das Ganze angelegt haben. Es ist wunderbar, dass Sie für dieses besondere Ereignis Herrn Professor Trischler gewinnen konnten. Professor für Neuere Geschichte und Technikgeschichte und auch Leiter der Forschungsabteilung im Deutschen Museum. Ich freue mich sehr, dass wir Ihnen gleich lauschen dürfen, Herr Trischler. Herr Trischler ist verantwortlich für die derzeit im Deutschen Museum stattfindende Sonderausstellung Willkommen im Anthropozän, unsere Verantwortung für die Zukunft der Erde, welches ein gemeinsames Projekt ist des Deutschen Museums und des Rachel Carson Centers for Environment and Society der LMU, dessen Direktor Herr Professor Trischler ist, in Personalunion mit Professor Christoph Mauch. Die Ausstellung läuft schon eine ganze Weile. Bei mir steht jetzt hier, dass die Ausstellung noch bis zum Ende Januar läuft. Aber, lieber Herr Trischler, Sie haben gesagt, möglicherweise noch länger. Aber lassen wir mal Ende Januar stehen, sodass wir jetzt die kommenden Tage, vielleicht auch über Weihnachten, dann auch nutzen können, diese Ausstellung nochmal zu besuchen. Es ist nämlich die weltweit erste Ausstellung zu diesem Thema, die sich ja schon mit einer ziemlich heftigen naturwissenschaftlichen Hypothese befasst, die ja schon besagt, dass die von den Menschen initiierten Veränderungen sich bereits in geologisch sichtbarer Form
niederschlagen. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Und damit auch schon von der Zeitskala her in einem Bereich liegen, in einem langfristigen Bereich liegen, sodass ja, das, was wir mit Technik, Ingenieuren, gesellschaftlichem Verhalten tun, in so eine Historiker-Zeitskala gelangt. Da kommen also zwei Zeitskalen, die eigentlich getrennt bisher waren. Ich selber bin im Bereich der Dynamik tätig. Ich hätte nie gedacht, dass das, was ich tue, sozusagen historisch relevant ist. Man hofft zwar, dass vielleicht das eine oder andere Mal irgendwie nachhaltig dann auch verankert ist, aber zumindest, dass die Prozesse, die wir hier im Ingenieurwesen haben, in den Technikdisziplinen haben, dass die sozusagen nicht jetzt sich auf einen bestimmten Moment beschränken, im kurzen Augenzwinkern der Erde, sondern dass sie sich in irgendeiner Form dann schon manifestieren in einer längeren Skala. Das ist eine Debatte, die ist extrem spannend, auch meines Erachtens auch sehr aufregend. Und lieber Herr Kollege Trischler, wir freuen uns sehr, dass Sie uns hierzu einen Einblick geben werden. Ich hoffe auch, dass wir dann noch Zeit haben für einen Austausch in der Immatrikulationshalle. Vielen Dank, dass Sie das organisiert haben und uns alle hier eingeladen haben, dass wir dann rübergehen. Und ich darf jetzt das Wort Ihnen zunächst mal nochmal übergeben. Lieber Herr Hoeneß, Sie wollten uns noch etwas zu dem Format insgesamt sagen. Ja. Ja, sehr geehrter Herr Professor Müller, vielen Dank für Ihre Begrüßungsrede. Sehr geehrter Herr Dr. Wernicke, liebe Vertreter der Karl von Linde Akademie, sehr geehrter Herr Professor Trischler, liebe Kommilitonen und Kommilitonen, verehrte Gäste, es freut uns, dass heute so viele erschienen sind, um mit uns das 30-jährige Bestehen der Ringvorlesung Umwelt zu feiern. Diejenigen, die die Ringvorlesung Umwelt organisieren, das sind sehr viele verschiedene Organe, bei denen sich heute die beste Gelegenheit bietet, uns mal zu bedanken. Das ist zum einen die Hochschulleitung, heute in Person von Herrn Professor Müller vertreten, die uns mit Räumen versorgt. Das ist die Karl von Linde Akademie, die die Ringvorlesung Umwelt organisatorisch und finanziell unterstützt. Das sind die Partner, die durch Werbung, Informationen und Kooperationen uns weiterhelfen. Das sind die Sponsoren wie Lamsbräu oder die Hofpfisterei, die später für unser Wohl sorgen werden. Das ist die übergeordnete studentische Vertretung, zu der wir gehören und die uns nicht nur organisatorisch unter die Arme greift, sondern auch mit finanziellen Mitteln, um unsere Vortragsreferenten wenigstens mit einer Aufwandsentschädigung entgegenkommen zu können. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal betonen, dass dieses Engagement ja fast schon Idealismus der Vortragsreferenten schon außergewöhnlich ist. Sie arbeiten alle ohne ein Honorar von uns zu bekommen. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an alle Vortragsreferenten. Und natürlich sind da wir, glücklicherweise ziemlich gewachsen, ein engagiertes Team von Studenten, die ich bei dieser Gelegenheit mal auf die Bühne bitten darf, das Umweltreferat. Johannes kennen Sie ja schon. Der Martin, der Philipp, die Nadine. Entschuldigung, mein guter Christian, der Thilo, die Hanna und der Stefan. Und nicht zu vergessen
auch der Ferdinand und der Niklas, die Leute, die heute leider nicht da sein können. Ich glaube, an dieser Stelle ist ein Applaus für alle angebracht. Die sich alle ehrenamtlich engagieren, das muss man dazu sagen. Ich ja auch. Richtig. Dankeschön. Wir waren nicht immer so viele. Genau genommen kenne ich das Umweltreferat noch aus der Zeit, in der es nur einen Umweltreferenten gab, der das alles alleine organisiert hat, was eine wahnsinnige Leistung ist. Wenn man irgendwann mal diese Ringvorlesung oder das Umweltreferat organisiert, dann weiß man das zu schätzen. Und glücklicherweise haben wir dieses Semester ja nicht nur zwei Referenten, sondern auch ein großes Team, das sich um die Werbung kümmert, um die Videoaufnahmen, um die Finanzen, um die IT, um die Themenfindung und natürlich die Einladung und Organisation der Referenten. Und als es vor 30 Jahren die erste Ringvorlesung gab, war die Thematik Umwelt noch nicht in jedermanns Bewusstsein. Obwohl der Club of Rome schon 1972 in seinem Bericht Grenzen des Wachstums, vorgelegt hatte. Die Ringvorlesung befasste sich mit Mobilität, mit Artensterben, mit Gewässerschutz, mit Gentechnik und natürlich mit dem Waldsterben. Oft waren es nur 5 oder 6 Vorträge pro Semester und vor allem war der Umweltschutz bzw. die Umweltschutztechnik dominierend. Die Ringvorlesung hieß früher auch Ringvorlesung Umweltschutz. Dann ereignete sich die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl 1986 und das Bewusstsein für die Auswirkungen unserer Technik wurde stärker. Die Ringvorlesung Umwelt hat in ihren 30 Jahren mit mehr als stolzen 470 Vorträgen vor allem aktuelle Diskussionen aufgegriffen und durch Wissenschaftler, Ingenieure, Politiker, Aktivisten und Unternehmer auf hohem Niveau diskutiert. Sie stand immer der Öffentlichkeit offen und gab der Thematik Umwelt ein Forum. Nun sind wir 30 Jahre weiter in der Diskussion, haben viel Erfahrung sammeln können und sind vielleicht auch enttäuscht, dass sich die Diskussion teilweise noch um dieselben Themen dreht und die positive Entwicklung nur zögerlich vorangeht, vielleicht aber auch begeistert, dass sich zum Beispiel erneuerbare Energien immer weiter durchsetzen. Aber es sind ja nicht nur die Energieträger, die unsere Umwelt herausfordern, es sind auch die Abfallberge, Chemikalien und eine scheinbar unstillbare Produktion, bei der die Betrachtung der Umwelt für sich genommen nicht mehr ausreicht. Wir müssen uns als Teil dieser Umwelt begreifen und sie ganzheitlich gestalten. Daher macht die Ringvorlesung Umwelt eine Weiterentwicklung sozusagen zur Ringvorlesung Nachhaltigkeit. So ist auch unser Semesterthema Grenzen der Technik zu verstehen. Nicht nur die Technik kommt an ihre Grenzen oder setzt uns neue, auch wir müssen der Technik Grenzen setzen und ihre Folgen abschätzen lernen. Angesichts dieser komplexen Probleme, die auf uns warten, sehen wir uns als Studenten in der Verantwortung, Dinge in Frage zu stellen, zu durchdenken und verantwortlich zu handeln. Derzeit wird historisch und naturwissenschaftlich diskutiert, inwieweit der Mensch schon Spuren in den Sedimenten hinterlassen hat. Aber für diesen Vortrag haben wir glücklicherweise Sie, Herr Professor Trischler, gewinnen können vom Deutschen Museum, an den ich herzlich wieder übergeben darf und den ich herzlich willkommen heiße in diesem Sinne. Bitte schön.
Ja, lieber Herr Kollege Müller, liebe Umweltreferentin, aktive und ehemalige Alumni sozusagen, liebe Studierende, es ist mir eine große Ehre und Freude, heute zu Ihnen sprechen zu können, zu einem Thema, das mich die letzten Jahre über intensiv beschäftigt hat. Herr Müller hat es erwähnt, den Kontext, eine laufende, im Deutschen Museum laufende Ausstellung, die ihre Impulse im Wesentlichen unserem Münchner Rachel Carson Center for Environment and Society verdankt. Vielleicht stelle ich das noch in drei Sätzen kurz vor. Manche von Ihnen kennen es. Es ist im Wesentlichen ein Center for Advanced Study mit einem starken Fellowship-Programm, wo etwa immer 15 bis 20 internationale Fellows aus ganz unterschiedlichen Disziplinen kommen, um entweder dicke Bücher zu schreiben oder neue Projekte sich zu überlegen, durchaus als Tandem auch mit Outreach-Partnern. Das ist der Kern dieses Centers. Daneben gibt es viele andere Aktivitäten von Workshops und Konferenzen angefangen. Im letzten Wochenende hatten wir gleich drei parallel laufen, bis eben zu Publikationen und solchen öffentlichen Veranstaltungen, beispielsweise die Green Visions Dokumentarfilmserie, die wir gemeinsam mit dem Gasteig veranstalten. Und von Anfang an hatten wir uns eben auch überlegt, dieses breite Thema Umwelt und Gesellschaft, ich habe vergessen, die Studiengänge, die wir betreiben an der LMU, der Promotionsstudiengang Environment and Society, und dann eben auch ein Zertifikatsstudiengang, der sich aus 10 verschiedenen Departments speist, von der Theologie bis zur Geowissenschaft, von Jura bis zu den Ingenieurwissenschaften, und da kommen eben auch unsere Studierende von der TU. Insofern ist es eben auch ein universitätsübergreifender Studiengang. Und dann eben ja diese Ausstellung, die wir uns vorgenommen haben. Ein Thema, das uns ganz besonders geeignet schien, ja, Umwelt und Gesellschaft, auch das Verwischen der Grenzen zwischen Umwelt und Gesellschaft, Natur und Kultur zu transportieren. Und deswegen haben wir uns das vorgenommen, die ja im Wesentlichen weltweit erste Ausstellung zu diesem Thema zu gestalten, die Sie noch bis Ende September nächsten Jahres im Deutschen Museum sehen können. Sie sehen hier so die Kerndaten. Und wir hatten viele Partner dabei, zum Beispiel so ganz andere Institutionen wie das klassische Deutsche Museum, das Haus der Kulturen der Welt in Berlin, die das Jahr 2013/14 das ganze Haus der performativen Künste ganz unter das Thema Anthropozän gestellt haben, und viele andere Partner. Es ist die weltweit erste Ausstellung zu diesem Thema. Und was wir da transportieren und warum wir uns dieses Thema angenommen haben und es für besonders wichtig halten, auch in die Öffentlichkeit, in die breite Öffentlichkeit hinein zu kommunizieren, das ist der Gegenstand meines heutigen Vortrags. Vielen Dank für Ihr Interesse. Lassen Sie mich mit einer Meldung aus der Zeitschrift Nature beginnen, die vor einigen Monaten durch die Presse ging und viel Aufmerksamkeit erzielte. Da geht es darum, dass ein internationales Forscherteam am Desert Research Institute in Reno in Nevada nachweisen konnte, dass die Mannschaften von James Scott, Robert Scott und Roald Amundsen, als sie sich 1911, vor mehr als 100 Jahren also, einen Wettlauf zum Südpol geliefert haben, sich damals keineswegs durch eine unberührte Landschaft von Eis und Schnee vorgekämpft haben. Vielmehr hatte bereits damals, am Vorabend des Ersten Weltkriegs, die Industrialisierung, selbst in der Antarktis, und wenn man so will, der Inkarnation von Unberührtheit, selbst in der Antarktis bereits ihre Spuren hinterlassen. Und die Zivilisation war sozusagen an einem Ort angekommen, bevor die ersten Menschen überhaupt dort waren. Anhand der Untersuchung von 16 Bohrkernen, die von verschiedenen Stellen im Eis genommen wurden, im antarktischen Eis, maß ein US-amerikanisches Wissenschaftlerteam die jährliche Rate der Bleiverschmutzung durch Minen, durch Metallschmelzen, durch Fabrikschlote und durch Verbrennungsmotoren. So in etwa im Zeitraum von 1600 bis eben damals zum Jahr 2010. Und das Forscherteam konnte nachweisen, dass bereits am Ende des 19. Jahrhunderts, also noch etwa 2 Jahrzehnte, bevor überhaupt der Südpol erreicht wurde, im ausgehenden 19. Jahrhundert sich die Bleiablagerungen in der Antarktis auf einem Niveau bewegten, das dann im gesamten 20. Jahrhundert gar nicht mehr erreicht wurde. Die Daten zeigen dann, dass es einen Höhepunkt so etwa um das Jahr 1920 gibt, um dann die Werte in der Weltwirtschaftskrise abfallen zu lassen, und sie sind eigentlich erst in den letzten Jahren wieder auf ein ähnliches Niveau angestiegen.
Deutlicher kann man die naturwissenschaftlich-technische Kernthese des Anthropozäns kaum belegen. Die These nämlich, dass die Eingriffstiefe des Menschen in die Erde so massiv ist, dass der Mensch zu einem geologischen Faktor geworden ist, zu einem erdsystemischen Faktor. Die Prägekraft des Menschen, mit anderen Worten, als ein solcher erdsystemischer Faktor ist so groß, dass es erforderlich ist, so die Anthropozän-These weiter, sie auch in der erdgeschichtlichen Chronologie mit einer neuen Epoche zu belegen, eben dem Anthropozän. Das ist der Vorschlag, der seit der Jahrtausendwende, konkret eben seit dem Jahr 2000, auf dem Tisch liegt, als der Nobelpreisträger und Entdecker des Ozonlochs Paul Crewson sowie der amerikanische Biologe Eugene Sturmer gemeinsam auf einer Konferenz in Mexiko anregten, das Holozän, in dem wir heute leben, also die Epoche, die wir die neueste neue Zeit nennen, das Holozän zu ersetzen durch eine neue Epoche, durch das Anthropozän. Was als Idee begann, hat mittlerweile weltweit einen breiten und vielfältigen Forschungsrahmen gefunden und Forschungsprozess ausgelöst. Eine Arbeitsgruppe der Internationalen Kommission für Schichtenkunde, die seit etwa 5 Jahren arbeitet, die und von Jan Salasiewicz geleitet wird. Eine sehr spannende, für sich genommen spannende Geschichte, auf die komme ich noch zu sprechen. Eine Arbeitsgruppe sitzt jetzt daran, um die naturwissenschaftliche Evidenz dieser These zu prüfen. Gibt es hinreichend Marker, die belegen können, dass es diese neue Epoche geben soll? Und da gucken die Geowissenschaftler ganz besonders intensiv hin. Es gibt vielleicht keine konservativere, im besten Sinne, konservativere Disziplin als die Geowissenschaftler. Die denken in Jahrmillionen. Die müssen schauen, dass die Thesen, die sie entwickeln, so robust sind, dass sie also auch noch in Jahrzehntausenden, Jahrhunderttausenden Bestand haben. Und die haben natürlich von sich aus ein Interesse, eine solche These für ein neues erdwissenschaftliches Interesse so stabil mit Evidenz zu belegen, dass sie sozusagen Bestand hat in der gesamten wissenschaftlichen Welt. Die Anthropozän-These ist also zunächst eine naturwissenschaftliche Hypothese, die besagt, dass die vom Menschen initiierten Veränderungen sich bereits in geologisch sichtbarer Form niedergeschlagen haben und von ausreichend langer Natur sind, um sie eben auf der Zeitskala der Erdgeschichte zu verorten. Was in der Anthropozän-Debatte, in dieser geowissenschaftlichen Diskussion verhandelt wird, ist aber zugleich ein zutiefst historisches Thema, will sagen, geschichtswissenschaftlicher Gegenstand. Geht es doch um ganz allgemeine Fragen der Periodisierung, in dem Fall eben auch der Menschheitsgeschichte. Es geht um den Menschen und um das Menschenzeitalter, wenn Sie so wollen, die Übersetzung von Anthropozän. Es geht um den Menschen als handelnden Akteur. Und diese Fragen fallen üblicherweise dann eben auch in das Metier der Historikerzunft, meiner Zunft. Es ist daher nur, Sie sehen hier noch mal ein paar Bilder aus der Ausstellung, die eine Ausstellung in der Ausstellung hat, ein Kuriositätenkabinett des Anthropozäns und viele andere Module und Spin-offs, wenn ich es mal so formulieren will, die sich aus dieser Ausstellung als Forschungsplattform heraus ergeben haben. Hier nochmal Paul Crewson, den ich Ihnen bereits schon vorgestellt habe, mit der Publikation, die dann auch die Anthropozän-Debatte ausgelöst hat, und Jan Salasiewicz, den Leiter der Anthropocene Working Group, ein Geowissenschaftler, britischer Geowissenschaftler, der, wenn Sie so wollen, einen interessanten Stall von ganz unterschiedlichen Vertretern von Disziplinen hütet. Ich komme gleich darauf zurück, da sind Kriminologen genauso drin wie Theologen und eben auch Historikerinnen und Historiker, und es sind eben nicht nur Geowissenschaftler, die über diese Debatte reden. Und jetzt komme ich zur Agenda dieses Vortrags, bevor ich dann in den ersten Punkt hineingehe. Es geht mir also darum, zunächst mal die Hypothese des Anthropozäns vorzustellen und diese Periodisierungsdiskussion mit Ihnen zu führen. Es geht um die Begriffsgenese, wie ist der Begriff in die Welt gekommen, welche lange Vorgeschichte hat er im Grunde bereits. Dann das Anthropozän und die Debatte darum, auch zu verstehen als Scharnier, als Gegenstandsbereich, der an der Scharnierstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit verhandelt wird. Es ist nicht nur eine genuin innerwissenschaftliche Debatte, sondern es sind sehr viele auch gesellschaftliche Stakeholders, die an dieser Debatte beteiligt sind.
Und dann will ich abschließen mit einer Selbstbespiegelung meiner Disziplin, der Umweltgeschichte, der Technikgeschichte. Was bedeutet diese Debatte, diese geowissenschaftliche Debatte für unser auch langfristiges Denken in unterschiedlichen Zeitskalen? Herr Müller hat auch das bereits angesprochen. Und ich habe es genannt, sind auch Historikerinnen und Historiker in dieser Anthropocene Working Group, der Kollege John McNeil von der Georgetown University in Washington, den manche von Ihnen vielleicht kennen von seinem großartigen Buch Something New Under the Sun, eine Umweltgeschichte des 20. Jahrhunderts, und die britisch stammende Wissenschaftshistorikerin Naomi Oreskes, die Sie vielleicht auch kennen mit ihren vielfältigen Publikationen zu fragilem Wissen, sei es in der amerikanischen Klimaforschung oder sei es in der Debatte um die Gesundheitsgefährdung des Rauchens. Die reden damit, wie viele andere Disziplinen auch. Und was im Moment auf dem Tisch liegt, sind drei Datierungsvorschläge des Anthropozäns. Das ist schon mal die erste wichtige Debatte. Wann hat das Ganze begonnen? Und wie gesagt, welche Marker stehen uns da zur Verfügung? Der erste Kandidat ist eben die neolithische Revolution, also der Übergang von den mobilen Gesellschaften der Jäger und Sammler zu sesshaften Ackerbau- und Viehzucht betreibenden Gesellschaften, den wir nach heutigem Kenntnisstand vor etwa 11.700 Jahren im Gebiet des fruchtbaren Halbmonds im Nahen Osten, wenn Sie so wollen, ansetzen konnten. Und den wir eben mit dem Begriff der neolithischen Revolution bezeichnen. Eine Revolution im eigentlichen Sinne, im Wortsinne, war das nicht, dieser Prozess des Sesshaftwerdens und der Transformation einer Gesellschaft, der dauerte 5000 Jahre und das ist schwierig unter den Revolutionsbegriff zu bringen. Und dennoch bezeichnen wir es mit diesem Begriff, um einfach diese Wirkmächtigkeit dieser Transformation, dieser wichtigen gesellschaftlichen Transformation hier auf den Begriff zu bringen. Die Erfindung der Sesshaftigkeit des Ackerbaus, der Tier- und Pflanzenzucht ging mit neuen Technologien einher, in moderner Terminologie Prozessinnovation, Produktinnovation gleichermaßen. Das Brennen feuerfester Tongefäße erlaubte eben dann die Vorratshaltung von Agrarprodukten. Verbesserte Steinwerkzeuge und bautechnische Innovationen ermöglichten die Anlage fester Siedlungsplätze. Und die Erfindung des Pfluges schließlich erleichterte das Aufbrechen der Ackerkrume und steigerte eben die agrarische Produktivität. Bereits die neolithische Revolution hat nachweisbare Spuren in der Erdgeschichte hinterlassen. Zahlreiche Befunde aus der Pollenforschung, aus der Archäologie, aus der Geologie, aus der Geschichte und Kulturanthropologie stützen eben die These, dass menschliche Eingriffe in die Landschaft Eurasiens im späten Steinzeitalter begannen und dann in der Bronze- und Eisenzeit eine neue Qualität gewannen. Nur durch diese menschlichen Eingriffe lässt sich erklären, warum bereits im 5. Jahrtausend vor Christus die Werte von Kohlendioxid und Methan in der Erdatmosphäre auf anormale Werte anstiegen, also auf Werte anstiegen, welche die Schwankungen der, wenn Sie wollen, natürlichen Schwankungen der vorausgegangenen Jahrhunderttausende und Jahrmillionen von Jahren erheblich übertrafen. Nun auch der zweite Datierungsvorschlag, die industrielle Revolution, wird mit dem Revolutionsbegriff belegt. Die beginnt um die Mitte des 18. Jahrhunderts in Großbritannien, um sich dann über Europa und Nordamerika auszubreiten und im 20. Jahrhundert weitere Teile der Erde zu umgreifen. Ganze Bibliotheken füllt die Debatte darüber, inwieweit man diesen Prozess einer umfassenden, technikgestützten Industrialisierung von Gesellschaft, inwieweit man den sinnvollerweise mit einer Revolution bezeichnen kann. Im Ergebnis aber wurden die von der industrialisierten Gesellschaften auf eine Weise wiederum transformiert, die in der Tat umwälzend wirkte. Treiber waren wiederum technische Innovationen. Sie kennen die Debatte. Im Kern wirkten dabei drei Prozesse zusammen. Erstens die Maschinisierung der Handarbeit, zweitens die mechanische Energieerzeugung und Umwandlung, vor allen Dingen durch die Dampfmaschine und den Elektromotor, und drittens die massive und massenhafte Förderung bzw. Erzeugung und Verwendung von Kohle und Eisen.
wesentlich tiefer und nachhaltiger als die neolithische Revolution wirkte die Industrialisierung auf Umwelt und Gesellschaft ein, worauf das eingangs erwähnte Beispiel der Verschmutzung der Antarktis bereits im späten 19. Jahrhundert hingewiesen hat. Wenn wir nun den Kohlendioxid als Anteil in der Atmosphäre als ebenso einfachen wie signifikanten Indikator wiederum nehmen, so stieg dieser von einem vorindustriellen Niveau von 270 bis 275 Parts per Million auf 310 ppm um die Mitte des 20. Jahrhunderts an. Und Sie sehen, wie die Entwicklung weitergeht, dynamisch weitergegangen ist bis zur Gegenwart. Aber interessant ist tatsächlich, dass bereits eben im späten 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert ein massiver Anstieg zu sehen ist. Nun, der dritte Periodisierungsvorschlag schließlich ist die große, sogenannte große Beschleunigung, die um die Mitte des 20. Jahrhunderts einsetzt. Sie verzichtet auf einen Revolutionsbegriff, aber sie hätte das meiste Recht, wenn Sie so wollen, diesen Begriff zu verwenden, weil sich hier innerhalb von wenigen Jahren, innerhalb eines Jahrzehnts, wenn Sie so wollen, den 50er Jahren, eine unglaubliche Beschleunigung, deswegen die große Beschleunigung aller wichtigen Indikatoren und Prozesse vollzogen hat, wie ein internationales Team von Klimawissenschaftlern und Anthropozänforschern unter Leitung von Will Steffen gezeigt hat, ging im Verlauf der 50er Jahre die Kurven für zahllose Parameter, wie Sie hier zum Beispiel sehen können, eben dann von einem linearen in ein exponentielles Wachstum über die berühmte Hockeystick-Kurve, die sich hier zeigt. Und dieses charakteristische exponentielle Wachstum, das gilt auf der globalen Ebene für den Verbrauch von Ressourcen wie Erdöl, Wasser oder Kunstdünger ebenso wie für den Bau von Staudämmen, von Automobilen, von Telefonen und von McDonald's-Restaurants, aber auch für ökonomische Indikatoren, wie zum Beispiel den Anstieg der internationalen Tourismusströme, ausländische Direktinvestitionen und der Bruttosozialprodukte vieler Nationen. Zuvor hat bereits der Wirtschafts- und Umwelthistoriker Christian Pfister die Mitte dieses letzten Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, als das 1950er-Jahres-Syndrom bezeichnet, also ein Syndrom in dem Sinne verstanden, dass damals eben die Gesellschaft in dieses exponentielle Wachstum überführt wurde. Mit dem rasant steigenden Energieverbrauch setzte sich dann in Verbindung mit der Massenmotorisierung in großen Teilen der Welt die Konsumgesellschaft durch und damit eine Gesellschaft, die auf einem nicht abreißenden Strom technischer Innovation und technischen Konsums aufbaut. Nun, der Marker, der für diese Datierung insbesondere spricht, für die große Beschleunigung, sind die Atombombentests seit 1945 durchgeführt, die bis um die Jahrtausendwende mehrere tausend Atombombentests umfassten. Und in diesem Zuge sind eben Radionukleide, der berühmte Fallout, in die Erdatmosphäre gekommen und die werden dort auch in Millionen von Jahren noch nachweisbar sein, wenn Sie so wollen, sitzen. Und von uns als Menschen nicht mehr rauszubringen sein. Und das ist für die Geowissenschaftler insofern ein besonders spannender Indikator, weil er eben diese Persistenz hat und sich nachweisen lässt, nicht nur auf der Erde selbst, sondern eben auch in der Erdatmosphäre. Nun, vor wenigen Wochen macht ein weiterer Datierungsvorschlag neuerlich Schlagzeilen. Wiederum in einem Nature-Artikel schlugen in dem Fall britische Wissenschaftler vor, erneut basierend auf den Ergebnissen der Auswertung von Eisbohrkernen, das Anthropozän im Jahr 1610 beginnen zu lassen. Warum 1610? Ihre Begründung lautet, die Folgen menschlichen Tuns, insbesondere seit der Kolonialisierung und Kolonisierung Amerikas, waren zu Beginn des 17. Jahrhunderts bereits so weitreichend, dass ein globaler Effekt nachweisbar war. Die Eisbohrkerne belegen für das Jahr 1610 einen besonders auffälligen Rückgang, in dem Fall der Kohlendioxidkonzentration in der Erdatmosphäre. Deren Ursache war eine Art verspäteter Effekt der Entdeckung Amerikas. Die Kolonisierung der neuen Welt führte innerhalb von wenigen Jahrzehnten zur Ausrottung
von etwa 50 Millionen indigener Bevölkerung. Und mit dieser Ausrottung fielen breite Teile des urbargemachten Territoriums in Nord- und Südamerika Amerika brach. Es wuchsen wieder Urwälder und diese Urwälder absorbierten das Kohlendioxid, filterten es aus der Erdatmosphäre heraus. Und insofern haben wir um 1610 sozusagen ein Abkühlen, ein negatives Wachstum des Kohlendioxidanteils in der Erdatmosphäre, eine kleine Pause in dem seither stetigen Anstieg der Temperaturen. Und von daher gäbe es auch sozusagen gute Begründung zu sagen, das Anthropozän beginnt nicht 1945 um die 1950er Jahre herum, sondern beginnt 1610. Und in den letzten Wochen und Monaten sind viele dieser Vorschläge auf den Tisch gekommen. Sie sehen damit, die Debatte hat eine enorme Dynamik gewonnen in vielen, vielen Disziplinen. Gut, ich komme nun zu einigen, Promotoren auch aus meiner Disziplin und zu einigen Beispielen, die zeigen, dass diese These des Anthropozäns, wenn Sie so wollen, eine auch epistemische Qualität gewonnen hat und eine analytische Qualität gewonnen hat, die viele Disziplinen umwälzt. Mittlerweile führen die Theologen eine Anthropozän-Debatte genauso wie die Juristen, genauso wie die Geowissenschaftler. In allen Disziplinen können Sie mittlerweile ausdifferenzierte Anthropozän-Diskurse finden. Es gibt Gegner, es gibt Befürworter und das macht die spannende Debatte darüber aus, dass sich eben viele Disziplinen da wiederfinden und darüber verständigen, also eine sozusagen upfront interdisziplinäre Debatte führen. In all diesen Periodisierungsvorschlägen geht es um wirtschaftshistorische, um umweltgeschichtliche Zusammenhänge, ebenso sehr aber letztlich auch um wissenschafts- und technikhistorische Fragen. Umso mehr ist meine Disziplin, die Umweltgeschichte, die Technikgeschichte, gehalten, sich in diese Debatten einzumischen. Jenseits dieser allgemeinen von den Diskursen in der Anthropocene Working Group angeschobenen Periodisierungsdebatten ist das Anthropozän mittlerweile eben auch in der geschichtswissenschaftlichen Forschung angekommen. John McNeill hatte ich bereits genannt, Fellow auch am Rachel Carson Center, hat jüngst seine bei Cambridge University Press erschienene Weltgeschichte seit 1945 von der Anthropozän-These aus entfaltet. Und Deepesh Chakrabarty, den manche von Ihnen auch vielleicht kennen, einer der großen Vordenker der Subaltern Studies und der Postcolonial Studies, hat in einem viel zitierten Aufsatz, den ich hier mitgebracht habe, auch nochmal darüber diskutiert, was das denn bedeutet, letztendlich Technik, Umwelt, Wissensgeschichte neu zu schreiben. Geoffrey Parker, den wir kürzlich in München hatten, hat sein großartiges 2013 erschienenes Buch Global Crisis, War, Climate Change and Catastrophe in the 17th Century als eine Introduction to the Anthropocene konzipiert und Paul Tukes betitelt seine Weltgeschichte seit dem Ende des Siebenjährigen Krieges als Minutes to Midnight, History of the Anthropocene Era from 1763 onwards. Und die Zahl der Anthropozän-Sessions in meiner Disziplin, die wächst genauso exponentiell eben wie der anthropozäne Einfluss des Menschen auf die Erde. Ein instruktives Beispiel, welche analytische Kraft von der Anthropozän-Hypothese ausgehen kann, will ich noch näher vorstellen. Die brillante Studie des US-amerikanischen Kollegen Gregory Cushman, der auch gerade in München ist, nächsten Montag im Deutschen Museum einen Vortrag hält, wo er sein neues Buch vorstellt, gerade im Werden. Aber hier habe ich sein Buch mitgebracht, das 2013 erschienen ist, Guano and the Opening of the Pacific World, eine Geschichte von Birdshit, von Exkrementen des Tölpels, den Guano-Dünger, den phosphatreichen Guano-Dünger erzeugt. Und Cushman beleuchtet die im wahrsten Sinne dramatischen globalhistorischen Folgen, die aus der Ausbeutung der Guano-Vorräte auf den wenigen Inseln, einigen Inseln vor der Pazifikküste Perus gelegen, seit den 1840er Jahren resultierten. Schreibt man Umwelt- und Technikgeschichte aus der Perspektive dieser Naturstoffe,
ja, also der Exkremente eines Vogels, dann spricht in der Tat vieles dafür, dass das Anthropozän um die Mitte des 19. Jahrhunderts, um 1840 datiert. Ich habe Ihnen das Zitat, dass das nochmal hier auf den die These, eine Hauptthese auf den Punkt bringt, mitgebracht. Sie können es, ich will es nicht vorlesen, Sie können es nebenher mitlesen. Das Beispiel von Greg Cushmans Guano-Geschichte verweist bereits auf eine weitere Ebene, auf der die Umwelt- und Technikgeschichte von der Anthropozän-Debatte betroffen ist, intensiv betroffen ist, nämlich inwiefern diese Debatte die Umwelt, meine Kolleginnen und Kollegen gleichsam dazu zwingen, oder sagen wir besser dazu motivieren, ihre Narrative etablierten Geschichten, ja, wenn Sie so wollen, auf den Prüfstand zu stellen und dann auch Impulse vermittelt, unsere Disziplin konzeptionell neu zu denken. Zuvor will ich aber auf zwei weiteren Ebenen kurz beleuchten, auf denen die ja, Umwelt- und Technikgeschichte von der anthropozänen Debatte wir alle eigentlich betroffen sind. Zum einen die Analyse der Vorgeschichte der Anthropozän-Idee und zum anderen die Untersuchung des Anthropozän-Diskurses seit ja, Paul Crutzen und Eugene Sturmer diese Debatte um 2000 herum lanciert haben. Nicht nur, weil mir die Zeit davonläuft, kann ich mich bezüglich der Vorgeschichte des Anthropozän-Konzepts recht kurz halten, denn die Grundlinien dieser Vorgeschichte sind schon recht gut bekannt. Wir haben sie in der Ausstellung und auch in dem ausstellungsbegleitenden Katalog intensiv gewürdigt. Es geht vor allen Dingen darum, dass Sie sehen, dass ähnliche Begriffe im Grunde bereits seit Mitte des 18. Jahrhunderts diskutiert, verhandelt worden sind, sowohl in den Geowissenschaften als auch in der Philosophie und viele Disziplinen damals im Grunde schon an der Debatte darüber beteiligt waren, inwieweit der Mensch ein solcher erdsystemischer Faktor ist und wir Natur nicht anders denken, als sie noch in der Naturphilosophie des 18. Jahrhunderts angelegt war. Es versteht sich gerade von selbst, dass jenseits der konkreten Vorgeschichte des Begriffs Anthropozän auch die Vorgeschichte Anthropozän-Denkens von Interesse ist. Die Wissenschaftshistorikerinnen und Historiker Libby Robin, Paul Ward und Sverker Sörlin haben in dieser Anthologie aus dem Jahr 2013, The Future of Nature, Natures, hier Schlüsseltexte ediert. Und diese Schlüsseltexte reichen von Karl von Karlowitz, Entdeckung des Begriffs der Nachhaltigkeit, ist sicher ja auch schon diskutiert worden. Im letzten Jahr hatten wir ja das 200, nicht das 30-jährige, sondern das 200-jährige Jubiläum Nachhaltigkeit, das Erscheinen des Buches Silvia Cultura von Karlowitz, indem er den Begriff Nachhaltigkeit geprägt hat, bis eben zu Paul Crutzens Entdeckung des Begriffs Anthropozän über Alexander von Humboldt, Donella Meadows und so weiter, die Vordenker des Anthropozäns. Das Anthropozän-Konzept hat längst für zahlreiche Disziplinen und Forschungsfelder eine hohe Attraktivität entwickelt, ich habe es genannt. Und vor allen Dingen auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften gibt es mittlerweile viele Debatten, ja, das Anthropozän als einen neuen Denkrahmen zu verstehen, die wachsende Verschränkung zwischen Natur und Kultur, Umwelt und Gesellschaft und eben auch das Verwischen der Grenzen zwischen diesen gesellschaftlichen Teilsystemen, wenn Sie so wollen, zu debattieren. Ich habe es genannt, fast jede Disziplin führt da mittlerweile ihre eigene Anthropozän-Debatte. Manche Geologen stellen sich mittlerweile etwas kritisch bereits stellen sich die Frage, ob das Anthropozän noch ein Issue of Stratigraphy ist oder bereits Pop Culture, wie das ein Kritiker genannt hat. Und hier geht es letztendlich auch um so etwas wie um die Definitionsmacht über den Gegenstand. Wer debattiert darüber und wer entscheidet darüber? Das ist das spannende Experiment, das erstmals in der Geschichte der Geowissenschaften, ja, den Geowissenschaftlern die Debatte darüber, was jetzt nun denn im Kern von der Schichtenkunde steht, aus der Hand genommen ist. Und es werden eben viele andere Disziplinen daran beteiligt, aber eben auch die Öffentlichkeit. Das ist das Spannende daran, dass sich die Debatte an der Schnittlinie zur Öffentlichkeit bewegt. Die Medien reden damit. Es ist das, was wir
am MCTS beispielsweise, Peter Weingart, was er genannt hat, diese strukturellen Koppelung zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, dann ist die Öffentlichkeit eine Ressource für die Wissenschaft, wenn es darum geht, innerwissenschaftliche Debatte zu führen. Man beruft sich auf die Öffentlichkeit, auf die Medien als ja, Glaubwürdigkeitszeugen. Und umgekehrt sind natürlich Wissenschaftler und Experten, sagen dann Ressourcen, wenn es in der öffentlichen Debatte darum geht, wie können wir das Anthropozän weiterdenken. Also diese Verschränkung von Wissenschaft und Öffentlichkeit, die sehen Sie hier an der Anthropozän-Debatte ganz intensiv. Wir sind da dran auch, und wir, das ist das MCTS, eine Gruppe um Sabine Maaßen, meine Kollegin Karin Zachmann und einige weitere, dieses zu denken im Rahmen einer DFG-Forschergruppe, die wir letzten Freitag genehmigt bekommen haben, die nennt sich Practicing Evidence, Evidencing Practice. Da geht es uns darum, dass wir genau dieses Feld von fragiler Evidenz aus ganz unterschiedlichen Disziplinen uns anschauen und unterschiedliche Gegenstandsbereiche in den Blick nehmen. Und eins der Projekte innerhalb dieser DFG-Forschergruppe, mein Projekt, Teilprojekt, wenn Sie so wollen, ist genau da angesetzt, nämlich diese Anthropozän-Debatte zu verstehen vor dem Hintergrund der zentralen Bedeutung von öffentlichen Stakeholders, von uns allen, wenn Sie so wollen, in dieser Debatte. Kleiner Exkurs sozusagen. Nun, die enge Verknüpfung dieser aufeinander bezogenen Diskursstränge konfrontiert eben die jeweiligen Akteure mit neuen Herausforderungen, zwingt sie, die jeweiligen anderen Akteursgruppen in den Blick zu nehmen, eine Art Aushandlungsprozess zu führen über die Anthropozän-These im Allgemeinen. Und es sind diese Verflechtungen, diese Schnittstellen und Konflikte, die dabei auftauchen, die dieses Thema so spannend machen. Ja, nun zu meinem dritten Teil, Herausforderung der Anthropozän-Debatte für die Umwelt, die Technikgeschichte. Und ich habe hier drei Thesen, drei Perspektiven mitgebracht, die ich Ihnen ganz kurz anbieten möchte. Nun, wohlgemerkt, ich bin weit davon entfernt, das Anthropozän-Konzept, wenn Sie so wollen, zu einer neuen Leittheorie oder gar einem neuen Paradigma aufbauen zu wollen. Die Umwelt- und Technikgeschichte ist Teil der allgemeinen Geschichtswissenschaft und nach meinem Verständnis eine multidisziplinäre und multiperspektivische Wissenschaft. Umwelt- und Technikgeschichte tun demzufolge auch gut daran, in kritischer Prüfung ihrer jeweiligen gesellschaftlichen Debatten ihr Arsenal an Perspektiven zu erweitern und zu verändern. Das Anthropozän-Konzept eröffnet dabei eine Reihe von solchen Perspektiven, die nur teilweise neu sind, oft neu gelesen werden müssen und auch in vielem Trends sozusagen verstärken, die seit einigen Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnte bereits schon angelegt sind. Und eine dieser Perspektiven ist die Zeitdimension. Sie haben es auch genannt, Herr Müller, das Denken in unterschiedlichen Zeitskalen. Und die Anthropozän-Debatte zwingt uns dazu, auf unterschiedlichen Zeitskalen zu operieren und in unterschiedlichen Zeithorizonten zu denken. Ich habe Ihnen hier die Clock of the Long Now mitgebracht, die wir in der Ausstellung zeigen. Ein Projekt einer kalifornischen NGO, wo es darum geht, eben eine Uhr zu bauen, die über 10.000 Jahre irgendwann mal laufen soll, ohne menschliches Zutun, stabil sein soll, um letztendlich auch nochmal darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, nicht nur diese typischen Muster, in denen wir als anthropologische Kategorie, Menschen als anthropologische Kategorie zu denken gewohnt sind, Generationen im Wesentlichen, zu handeln, sondern über ganz, ganz weite Zeiträume hinweg. Und wenn Sie die Debatte kennen um unsere Endlagerstätte, dann wissen Sie, dass das neue Endlagergesetz der Bundesregierung vorschreibt, dass diese künftige Endlagerstätte, wann immer sie kommt, 2100 folgende, für 1 Million Jahre stabil sein muss. Wir müssen also jetzt sozusagen Muster entwickeln, Technik bauen und mit Gesellschaften kommunizieren, die irgendwann mal leben, in 1 Million Jahre leben. Was das bedeutet, ist schwierig, aber es zeigt, vor welchen Herausforderungen wir stehen und welche neuen Zeitskalen, und zwar nach vorne gedacht, wie auch nach hinten gedacht,
hier notwendig sind. Ich habe Ihnen jetzt hier mitgebracht ein provokatives Manifest, das kürzlich publiziert wurde von zwei amerikanischen Historikern, dem David Armitage und John Galdi, die ja hier von Deep History sprechen, von Big History, und mit Big History ist tatsächlich gemeint, dass wir als Historiker jetzt dafür zuständig sind, bis zum Big Bang zurückzugehen und ganz linear weite Zeiträume sozusagen abzudenken. Deep History ist da etwas more modest, wenn Sie so wollen. Da geht es dann eher ja um die Debatte des Menschenzeitalters seit der Neolithischen Revolution. Aber jedenfalls in diesen langen Zeiträumen zu denken und da ganz andere Narrative zu entwickeln, wie wir es als Historikerinnen und Historiker üblicherweise gewohnt sind, vielleicht mal ein Jahrhundert zu überdecken, üblicherweise eher Jahrzehnte, in dem Fall Jahrzehntausende. Es geht also erstens darum, unterschiedliche Zeitskalen der Geschichte miteinander zu verknüpfen, die Mikrogeschichte, die Mesogeschichte, die Makrogeschichte. Und zweitens geht es darum, geophysikalische, biologische, archäologische und eben historische Zeitdimensionen zu einer integrativen, letztendlich zukunftsbezogenen Historiographie zu verbinden. Ein zweites Beispiel ist das der planetaren Leitplanken, der Planetary Boundaries, dass sie die Debatte, die Sie vielleicht kennen, die vom Stockholmer Resilience Center vor einigen Jahren, konkret 2009, wiederum von Will Steffen, den ich bereits genannt habe, vorgestellt wurde und uns seither begleitet. Und dieser Ansatz geht vor dem Hintergrund der anthropozänen These davon aus, dass eben die Menschheit spätestens seit der industriellen Revolution zu einem, wenn nicht dem, Treiber globaler Umweltveränderung geworden ist. Und es geht darum, die Protagonisten das nennen, ein Safe Operating Space for Humanity zu bestimmen, die planetaren Leitplanken zu erforschen. Und das heißt, für unterschiedliche geologische und biologische Systeme bzw. Ressourcen den Umschlagpunkt, den Tipping Point zu bestimmen, ab dem ein solches System kippen kann und dann auch kippt und es in der Folge zu irreversiblen Wandlungsprozessen kommt. Auch in der Technikgeschichte haben Ressourcen seit einigen Jahren Konjunktur. Es werden Stoffgeschichte geschrieben, ganz unterschiedliche Stoffe in den Blick genommen. Und vor allen Dingen geht es dabei darum, sozusagen den Metabolismus, den oft häufig auch den urbanen Metabolismus zu untersuchen. Wir haben es gehört, es gab hier einen Schwerpunkt auch zum Thema Müll und Ressourcen, Recycling. Wir hatten das an der LMU, am Center for Advanced Study, gemeinsam mit dem Rachel Carson Center auch über die letzten zwei Jahre hinweg einen Schwerpunkt Müll, Waste in Environment and Society, wo wir wiederum in dieser interdisziplinären Konstellation von 10 unterschiedlichen Disziplinen über Ressourcen nachgedacht haben, über Stoffkreisläufe nachgedacht haben. Und gerade im Buch aus diesem disziplinären Umfeld heraus schöpfen, dass wir Investment nennen. Also sozusagen die Inwertsetzung von Waste und die ganz unterschiedliche Investmentstrukturen untersucht haben. Schließlich geht es darum, wie ich das schon anhand der Anthropozän-Debatte beschrieben habe, auch wiederum den Naturwissenschaftlern, wenn sie so wollen, beobachtend über die Schulter zu schauen, zu fragen, welche historischen Plots denn diesen Narrativen der Anthropocene Working Group, dem auch der Planetary Boundaries zugrunde legen, welche Wertvorstellungen hier mit verbunden sind. Mein dritter, letzter Punkt hier, Technikgeschichte und Posthumanismus. Der Posthumanismus ist eine aus zahlreichen Unterspielarten bestehende Denkrichtung, die im Gegensatz, wenn Sie wollen, zum klassischen Humanismus den besonderen Stellenwert eben des Menschen negiert und ihn als einen unter vielen natürlichen Spezies versteht. Bei allen Divergenzen der Post-Humanism-Debate im Einzelnen vereint diese Protagonisten die Leitidee, dass die biologische Menschheit den Gipfel der Evolution bereits erreicht hat und dass die nächste Entwicklung von intelligentem Leben in den Händen der künstlichen, technikgestützten Intelligenz liegt, die in vielen Bereichen den Menschen überlegen sein wird.
Die Genese dieser Denkrichtung zu analysieren und sie kritisch zu befragen, wäre neuerlich ein eminent wichtiges Projekt, wird auch hier gemacht an der TU, an der LMU. Und dabei kämen technikpessimistische Denkwelten ebenso in den Fokus wie beispielsweise der technikoptimistische Transhumanismus, etwa eines Ray Kurzweil, der uns davon überzeugen möchte, dass uns die digitalen Technologien, die Digitalisierung in naher Zukunft von der physischen Existenz erlöst und wir in einen körperfreien, in ein körperfreies Reich unsterblicher Bewusstseinserweiterung geführt werden. Darum geht es mir nicht, mir kommt es vielmehr auf eine ganz andere Spielart des Posthumanismus an, und darunter verstehe ich hier das Verwischen der Grenzen zwischen Umwelt und Kultur, Natur und Technik. Und dabei geht es erstens um diese vielen Hybriditäten, die Sie kennen von Bruno Latour, von Donna Haraway, wo es um Aktanten geht, um Hybrids. Und zweitens geht es um die Neonaturen, die sich durch menschliches Handeln eben spätestens seit der Industrialisierung formiert haben. Wir haben das in der Anthropozän-Ausstellung an mehreren Beispielen gezeigt, an diesen Satellitenbildern, wo wir als Menschen Neonaturen erschaffen und die ganz wirkungsmächtig und aber auch imposant zeigen, ja, aus der Vogelperspektive, aus der Satellitenperspektive, welche Neonaturen wir im letzten Jahrhundert ausgeprägt haben. Aber es geht auch zum Beispiel in diesem Sushi-Band der invasiven Arten darum, wie wir ja als Mobilisierer von Natur über zwei Jahrhunderte gewirkt haben, die Erde transformieren über die invasiven Arten, die wir ja über den Erdglobal ständig mobilisieren und transportieren, aber wie wir auch als Hemmnis für die Natur wirken, indem wir tausende von Staudämmen bauen und dafür sorgen, dass die Sedimente gar nicht mehr, die Flusssedimente gar nicht mehr das Meer erreichen etc. Nun, drittens eröffnet uns ein posthumanistisches Querdenken letztlich auch einen veränderten Blick auf den Menschen und seine Einzigartigkeit selbst, indem wir nicht nur den Menschen als mit Handlungsmacht ausgestattet denken, sondern als Teil von Netzwerken, verteilter Handlungsträgern, die eben auch Tiere, Pflanzen, Substanzen und technische Artefakte eingeschlossen sind. Indem wir das tun, indem wir ein solches erweitertes Verständnis von Akteuren gewinnen, und an den gewinnen wir einen neuen Blick auf die Geschichte, auf unsere Gegenwart, auf die Zukunft. Das bedeutet, dass wir die Koevolution von Mensch und Technik, von Mensch und Pflanze uns näher anschauen, und es bedeutet, die vielfältigen nichtmenschlichen, meist eben technischen Handlungsträger uns zu vergegenwärtigen, mit denen jede individuelle und kollektive menschliche Aktivität verbunden ist. Auch hier haben wir gerade an der TU ein interessantes Projekt laufen, das gerade begonnen hat, von Karin Zachmann, Sabine Maaßen und vielen anderen, MCTS wiederum und Münchner Zentrum für Wissenschafts- und Technikgeschichte sind hier zusammengespannt. Betrieben wird die Sprache der Biofakte innerhalb eines BMBF-Forschungsverbund, wo es darum geht, und hier zitiere ich jetzt aus dem, ja, wenn Sie so wollen, Programm des Forschungsverbunds, wo es darum geht, am Beispiel technologisch kultivierter Pflanzen ein theoretisches und empirisches Gerüst für die Analyse und das Verständnis von Biofakten als soziotechnische Objekte in modernen Gesellschaften zu arbeiten. Damit soll sowohl eine vertiefte Reflexion auf Biofakte als auch ein verbessertes Verständnis aktueller Konflikte auf dem Agrar- und Ernährungssektor erreicht werden. Es geht um, wenn Sie so wollen, neue Akteure, Biofakte als Akteure. Nun, einen besseren Schluss für meinen Vortrag hätte ich mir nicht wünschen können. Verweist doch dieses Projekt hier an der TU darauf, dass das Neudenken in der Umwelt- und Technikgeschichte, auf dem es mir heute Abend vor allen Dingen ankam, gerade hier in München an vielen Stellen am Rachel Carson Center, am MCTS bereits stattfindet und in der Praxis gelebt wird. Lassen Sie mich den Vortrag nun abschließen
mit einem kleinen Fazit, dass sozusagen fünf Herausforderungen des Anthropozäns für meine Disziplin, für die Umwelt- und Technikgeschichte identifiziert und letztendlich davon ausgeht, dass sich nur dann, wenn auf diesen fünf Dimensionen, ja, Sie wollen sozusagen das Anthropozän-Konzept wirklich wirkmächtig sich zeigt und überlegen ist, gegenüber anderen Konzepten, ja, es Sinn macht, es weiter zu bearbeiten und es weiter zu denken und in die Debatte hineinzuführen. Da ist zuerst die heuristische Qualität. Ermöglicht es uns, die Anthropozän-Debatte neue Fragestellungen zu generieren, wie zum Beispiel das, was ich genannt habe, Guano and the Opening of the Pacific World, ein neues Verständnis des Pazifiks als Handlungsraum, der in der Mitte des 19. Jahrhunderts buchstäblich sich eröffnet. Das ist eine Perspektive, neue Fragestellung, die wir so noch nicht hatten, die durch die Anthropozän-Debatte getriggert wurde. Analytische Qualität hatte ich jetzt vielfach schon angesprochen, zu neuen Erkenntnissen zu kommen, neue Analyse-Instrumente zu schaffen, neue Methoden auch zu generieren. Narrative Qualität, neue Geschichten zu erfinden, zu konstruieren, die eine größere Erklärungsgeschichte haben als die bisherigen Narrative, die wir anbieten. Die transdisziplinäre Qualität, auf die mir es vor allen Dingen ankommt, also das Zusammenbringen unterschiedlicher, nicht nur unterschiedlicher Disziplinen und Akteure, sondern das Hineintragen in die Öffentlichkeit, das Triggern von Kontroversen, die dann eben nicht im abgeschotteten Raum der Disziplin und der Akademie stattfindet, sondern die Öffentlichkeit upfront Citizen Science upfront mit einbindet und eben auch ja die Geisteswissenschaften normativ denkt und sie ja, wenn Sie so wollen, als Orientierungswissenschaft anbietet und schließlich die interdisziplinäre Qualität, das Einbinden in diese größeren Forschungszusammenhänge, die ich Ihnen hier vorgestellt habe, von der Anthropocene Working Group bis zu Biofakte hier an der TU München. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Fragen sammeln, wie handhaben Sie es hier oder einzeln beantworten? Also wir können gerne auch Fragen sammeln, dann hat es mehr Spannung und ich kann vielleicht das eine oder andere dann auch bündeln in meinen Antworten und zusammenführen. Ich nehme gerne noch eine dritte Frage dazu und dann. Ja, anknüpfend an den ersten Vorredner, einfacher gesagt, wir machen schon seit 20 Jahren so dahin, die Regierungen aller Welt ziehen auf alle verschiedenen Seiten. Wir haben das IPCC, das alle Daten sammelt und verarbeitet und wissen eigentlich, was wir zu tun hätten, bekommen aber die Staaten zwar zwischendurch an einen Tisch und der Herr hat ja einen fatalen Schluss, Conclusio gezogen, ja, anders als eine Ökodiktatur gehe es nicht, aber das wäre
schön, wenn Sie da vielleicht eine Einschätzung geben. Okay, gut, also die ersten zwei Fragen, ich glaube, ich soll sie nochmal wiederholen, damit das auf dem Band ist. Die ersten zwei Fragen gehen ja in die Richtung, die ich bereits genannt habe, eher normative Fragen zu betonen. Was bedeutet die Anthropozän-Debatte mit Blick auf Handlungsmacht? Ja, zwingt sie uns zum Handeln und wenn ja, in welche Richtung? Dem kommen wir nicht aus. Ohne Frage, es sind diese normativen Dimensionen, die in dem Thema drinstecken. Es geht nur vielleicht jetzt in der Anthropozän-Debatte den Akteuren, die jetzt nicht nur sozusagen die geowissenschaftliche Dimension untersuchen, sondern eben diesen breiten Denkrahmen im Anthropozän sehen, Natur und Kultur zusammenzubringen. Dann geht es darum, auch, wenn Sie so wollen, wissenschaftlich-technische Kreativität neu zu platzieren. Nämlich anders, also Innovationen, mit denen wir es an technischen Universitäten ja vor allen Dingen zu tun haben. Sie alle wirken damit. Ja? Sie sind im Moment vielleicht noch diejenigen, die jetzt sozusagen rezeptiv sich vorbereiten, Innovationen zu generieren. Aber gerade in dieser Ringvorlesung wird es ja darum gehen, die Innovationen zu kontextualisieren. Sie wirken damit und werden damit mitwirken, ja sozusagen, so die Hoffnung, einen smarteren Umgang mit Innovationen zu erzeugen, in dem Sinne, dass wir nach dem vielleicht jetzt auch schon überholten Modell von Technikfolgenabschätzung die systemische Verknüpfung all der Folgen, die wir durch unsere technischen Innovationen erzeugen, von vorneweg mitdenken und diese erstens eher systemische Qualität der Eingriffstiefe des Menschen koppeln mit einem systemischen Denken, das all diese Rückkopplungsprozesse vom Beginn eines Innovationsprozesses mitbedenkt und also nicht sozusagen diese vielen nicht intendierten Folgen von technischen Innovationen, mit denen wir uns heute immer wieder rumschlagen müssen und die den Kern des Anthropozän-Problems bilden, bewältigen müssen. Also das ist die Hoffnung, letztendlich auch wenn Sie so wollen, derjenigen Protagonisten des Anthropozän-Konzepts, die da vielfach schon weiterdenken daran, Lösungen zu finden für unsere Probleme, die weit über das hinausgehen, was wir jetzt sozusagen als Brute Force-Technologien vom Automobil bis über die Kernenergie in den letzten Jahrzehnten, im letzten Jahrhundert auf den Weg gebracht haben und mit denen wir uns heute auseinanderzusetzen haben. Der Mensch in der Anzahl, konkret die Bevölkerungsexplosion, und die United Nations sagen jedes Jahresende 100 Millionen Frauen wollen die Antibabypille und Antikonzeptiva, bekommen sie aber nicht. Und eine kurze Modellrechnung: jede Frau kennt 10 Freundinnen in der dritten Welt und überall. Dann haben sie von 100 Millionen eine Milliarde Frauen, die sich vielleicht erst mit 30 Jahren zu einem Kind oder zwei entschließen würden. Ein letztes, alle Autoren, auch in der Ringvorlesung, egal wo man ist, das scheint, wollen eine Art Tabubruch nicht angehen, nämlich regulativ vielleicht doch endlich mal die Bevölkerungsexplosion anzugehen. Okay, da bin ich auf einer ganz anderen Seite, bin kein Neo-Malthusianer, ganz bestimmt nicht, sondern ganz im Gegenteil. Und ich glaube, das ist auch die Mehrzahl der Anthropozän-Denker, die genau davon ausgeht, unser Problem sind nicht die 10 Milliarden Menschen, auf die wir zulaufen. Wir können die ernähren, wir können die, wenn wir Ernährung anders denken, wenn wir Lebensstile anders denken, wenn wir Konsum anders denken. Und deswegen lautet der Untertitel dieser Ausstellung auch: Unsere Verantwortung für die Zukunft der Erde. Wir alle sind da gefragt, zum Beispiel bei Ernährung, indem wir uns täglich irgendwie neu die Frage stellen, wie ernähren wir uns, welche Entscheidungen treffen wir alltäglich in unserem Mobilitätsverhalten, genauso wie in unserem Ernährungsverhalten. Nein, also da würde ich offensichtlich mit meinen Vorrednern gehen. Das Bevölkerungsproblem ist nicht unser Problem. In den 1960er Jahren, Sie kennen Paul Ehrlichs
Explosionsrhetorik, mit denen er aufgewartet ist. Damals waren 2 Milliarden, ne, noch nicht mal 2 Milliarden, 1,8 Milliarden auf der Erde. Und die Explosion schien uns in die Katastrophe zu führen. Niemand dachte damals, dass wir bei 7 Milliarden landen und demnächst bei 10 Milliarden landen werden. Aber wir haben das halbwegs auf den Griff gebracht. Nicht wirklich so, wie wir es uns wünschen. Aber es deutet sich an, dass wir hier mit neuen Formen, in der Tat von Konsum, von Ernährung, von globaler Gerechtigkeit, darum geht es vor allen Dingen, globale Gerechtigkeit, das ist die normative Perspektive, die ich hier anführen will. Wir leben alle weit über, das wissen Sie selbst, über unsere, ja, über unseren Haushalt von maximal 3 Tonnen. Und wir müssen reduzieren. Wir sind in der westlichen Welt, im globalen Norden, wir sind gefragt, hier zu reduzieren. Und nicht die Verantwortung woanders hinzuschieben. Also nein, da habe ich eine ganz andere Meinung. Ich glaube, da bin ich regulativ in dem Sinne. Wir sollten an anderer Stelle regulierend eingreifen. Wir müssen in der Tat hier, wir haben es ja demnächst jetzt zu tun mit Freihandelsabkommen, vorsichtig sein, wie wir hier uns positionieren. Die aktuelle Debatte um Freihandelsverträge führt uns in der Tat, wird uns in eine Sackgasse führen, wird ja auch jenseits von Öffentlichkeit geführt. Da haben wir Probleme und da müssen wir agieren. Bevölkerungsregulation steht auf einem ganz anderen Tableau. Dann war jetzt müssen wir noch auf die Sprünge helfen. Die dritte Frage war. Ja, okay. Hab's got it. Ja. Ja, da haben Sie völlig recht. Hatte ich auch schon erwähnt. Mit dem Hinweis auf Peter Weingart, wir leben in einer medialen Wissensgesellschaft, die von starken strukturellen Kopplungen, wie Weingart das nennt, zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, Wissenschaft und Öffentlichkeit als Ressource füreinander, gekennzeichnet ist. Citizen Science war eins der Stichworte, die Sie auch da eingebracht haben. Wir brauchen, auch das ist Teil der anthropozänen Debatte, einen neuen Modus der Wissensproduktion. Nicht mehr und nicht weniger. Eine Wissensproduktion, die nicht uns als diejenigen ansieht, die hier jetzt predigen, zu denen, die es noch nicht wissen, sondern die rückgekoppelt ist von Beginn an, ja, an die Öffentlichkeit, als Dialogpartner auf gleichem Fuße. Das ist etwas, worüber wir uns verständigen müssen, was wir brauchen. Diese Rückkopplung zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, die nicht weniger bedeutet in der Tat als diesen neuen Modus der Wissensproduktion, an dem viele arbeiten und wir uns alle im Anthropozentrum bemühen müssen. Robustes, sozial robustes, gesellschaftliches robustes Wissen zu erzeugen, das von vorneweg akzeptiert wird und gesellschaftlich relevantes Wissen ist. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen schnell dahin geworfen. Natürlich gibt es eine sehr reflektierte Debatte über Technikfolgenabschätzung seit den 1970er Jahren und ich wäre der Letzte, der schmälern würde, dass da enorm viel erreicht worden ist. Und trotzdem müssen wir einfach erkennen, dass sie vielfach noch zu kurz gegriffen hat in ihren Konzepten, weil sie zum Beispiel die Öffentlichkeit nicht in dem Sinne eingebunden hat, wie wir es jetzt heute sehen, dass die Notwendigkeit besteht. Das ist ein, Element dessen, warum ich formuliert habe, überholte Konzepte oder Konzepte, die noch nicht weit genug gegangen sind, in dem Anspruch, nochmals formuliert, die Öffentlichkeit einzubinden, aber vor allen Dingen ja, systemisch zu denken und diese vielen Rückkopplungseffekte, die in diesem Modell auch der planetarischen Begrenzung beinhaltet sind, wo wir sehen, wenn wir an einem dieser Leitplanken eingreifen und den Tipping Point überschritten haben, was das bedeutet denn den systemischen Konsequenzen für viele andere Teilsysteme von Wissenschaft, von Technik, von Wirtschaft. Und ich glaube, genau dieses Modell der planetaren Begrenzung zeigt, ist eines, das uns hier weiterbringen kann im
in der Technikfolgenabschätzung. Ja, das hatten wir letzte Woche hier in München im Rahmen des Klimahubs geführt, die Debatte It's the economy, stupid, um Barack Obama zu zitieren, der das vor 2 Jahren so formuliert hat. Und was Sie ja da ansprechen, ist, ja, es ist natürlich eine ganz gewaltige Dimension des Anthropozäns, die jetzt mal so überspitzt auf den Punkt bringen will. Müssen wir uns vom Kapitalismus, so wie wir ihn kennen, verabschieden? Ist das eine notwendige Voraussetzung dafür, dass wir die Probleme bewältigen können? Eine wichtige Debatte, und da sind die Unternehmen natürlich gefragt, als diejenigen, die unser Wirtschaftssystem tragen. Ich würde eben nicht so weit gehen, dass ich sage, wir müssen den Kapitalismus per se über Bord werfen, wir müssen ihn aber auch wieder anders denken. Zum Beispiel wie, um jetzt ein Beispiel zu nennen, Paribas, eine Bank, die jetzt vielleicht nicht gerade im Leumund steht, in der Wirtschaftskrise innovative Ideen generiert zu haben, aber doch ja, sozusagen neue Konzepte denkt, nämlich beispielsweise Kapitalismus von der Hierarchie, ja, wo sie da oben Großunternehmen haben, ja, und die, wenn sie so wollen, bestimmen, wo die, wie die, Stichwort nochmal TTIP, wie die Handelsströme funktionieren und die Politik in Haftung nehmen für ihre Ideen, wie wir von einem solchen vertikalen Modell wegkommen zu einem eher horizontalen Modell, wo wir Shared Economies betreiben, wo die Verbraucher wiederum mit eingekoppelt sind und Handlungsträger und Entscheidungsträger sind, Verantwortungsträger sind. Also das wäre zum Beispiel eine Antwort darauf, wie wir uns da vielleicht neu positionieren müssen, anders, wiederum smarter, intelligenter, weg müssen von bisherigen Brute Force, jetzt Wirtschaftssystemen zu anderen Formen. Ja, jetzt Mobilität zum Beispiel kennen wir ja jetzt schon, aber es gibt viele andere Bereiche, wo wir Ressourcen anders nutzen sollten. Was wir aus der Vormoderne kennen, gebrauchte Dinge in den Kreislauf zurückzuführen, was Michael Braungart, den Sie vielleicht kennen, Upcycling nennt, wäre ein weiteres Beispiel dafür. Also die Stoffe in der Wertschöpfungskette nicht ständig absinken zu lassen, sondern sie aufsteigen zu lassen. Da ist er ja einer der Vordenker mit Michael Donat. Das sind zwei Beispiele, die ich sehe, die jetzt schon Wirkung zeigen und konkret benannt werden können für eine solche Transformation. Nein, und ich glaube, das ist gut so, dass es die noch nicht gibt. Dazu ist die Debatte viel zu jung. Ja, also im Moment geht es eher darum, dass wir den Fokus öffnen und aus diesen Engführungen, in denen wir uns immer wieder verstrickt haben über die letzten Jahrhunderte, herauskommen. Ich hatte es ja genannt, andere Akteure, nichtmenschliche Akteure, Aktantenstatus zum Beispiel zumessen. Ja? Was die bolivianische Regierung macht, der Natur verbriefte Rechte, in der Verfassung verbriefte Rechte, beispielsweise zuzuschreiben. Ja, das sind ja spannende Projekte, die wir erleben in anderen Teilen der Welt. Globaler Süden ist jetzt hier zu nennen. Um da jetzt nur ein Beispiel zu nennen, die Debatte müssen wir eher noch öffnen und solche Modelle mitdenken, bevor wir jetzt zu schnell abschließen und sozusagen sofort in die Umsetzung, in der dann wieder zu kurzgreifende Umsetzung gehen wollen und wiederum die vielfältigen Verknüpfungen eben nicht mitbedenken, sondern unter vorschnellem Handlungsdruck
dann wiederum Wege gehen, die nicht nachhaltig genug sind, so wie wir jetzt Nachhaltigkeit in der Debatte um das Anthropozän verstehen wollen. Das kollidiert natürlich mit dem eminenten Handlungsdruck, den wir uns auf der anderen Seite vor Augen führen müssen, um das längst schwierige 2-Grad-Ziel zu erreichen etc. Ich sehe da schon auch die Problematik. Wir müssen handeln, möglichst rasch handeln, aber auf der anderen Seite, und das sollten wir auch, also das heißt jetzt nicht, dass wir einen Umsetzungsstopp hier fahren sollten, aber parallel dazu sollten wir den Fokus immer wieder aufmachen. Und dazu, glaube ich, dient die Anthropozän-Debatte im Speziellen. So. Vielen herzlichen Dank. Die Diskussion ist damit noch nicht beendet. Wir tragen sie nur woanders hin, und zwar in die Immatrikulationshalle. Da sind alle eingeladen für ein Bier und einen Schmaus. Eine Bitte noch, die Flaschen im Raum lassen am Ende. Wir und der Sponsor danken. Dankeschön.